Welche Möglichkeiten haben Trainerinnen und Trainer, um eigene OER-Materialien zu finanzieren? Eine schwierige Frage, mit der ich mich auch selbst beschäftigt habe, bereits vor einigen Jahren, und mir persönlich hat ein Zufall geholfen. Eine kurze Geschichte dazu. Ich hatte damals sehr viele Existenzgründungsberatungen gemacht, auch Seminare und verschiedene Vorträge über dieses Thema gehalten. Um meinen Teilnehmenden irgendwie zu erleichtern, die Entscheidung zu treffen, bin ich denn überhaupt geeignet, Unternehmer oder Unternehmerin zu sein, entwickelte ich eine kleine Checkliste. Habe ich das Zeug zur Selbstständigkeit? Diese Checkliste ist nichts besonders Großes, aber doch, diese Checkliste ist sehr gut angekommen. Ich habe mich dann entschieden, die Checkliste auch mal auf meine Webseite zu publizieren, ohne erstmal mir Gedanken über die Lizenzen zu machen. Ich habe sie einfach so online gestellt. Eines Tages rief mich ein Trainerkollege an, der auf diese Checkliste aufmerksam geworden ist und hat sie auf meiner Webseite entdeckt, aber das ist in jedem Fall sehr positiv anzumerken, traute sich nicht einfach, die zu nehmen und zu verwenden, weil er beachtet hat, dass diese Checkliste unter dem klassischen Copyright stand. Natürlich erlaubte ich ihm, die Checkliste für eigene Seminare auch zu verwenden. Ja, ich freute mich total darüber, dass meine eigene Arbeit so gut angekommen ist, sogar bei Trainerkollegen. Eine größere Anerkennung kann man sich eigentlich nicht wünschen. Ja, nachdem der eine Trainerkollege diese Checkliste gesehen hat, verging ein wenig Zeit und die anderen Trainerinnen und Trainer meldeten sich, weil sie eben auf der Seite die Checkliste gesehen haben. Inzwischen bin ich etwas schlauer geworden und ich wusste bereits, dass es freie Lizenzen gibt und dass ich vielleicht diese Checkliste unter einer freien Lizenz stelle. Und das hatte ich auch getan. Ich habe die Checkliste noch ein bisschen überarbeitet und darauf geachtet, dass keine Copyright-geschützten Inhalte mehr drin sind und habe sie unter CC BY auf meiner Webseite und auch in meinem Blog gestellt. Es dauerte nicht lange, dann merkte ich auf einmal, dass ich unter den Keywords Existenzgründung, Existenzgründung Beratung oder Existenzgründung Seminare bei Google auf einmal auf Seite 1 kam. Die Überraschung war sehr groß, weil das war auch mein Ziel, das ich aber sehr lange nicht erreichen konnte. Eine etwas genauere Analyse, warum bin ich jetzt auf einmal auf der ersten Seite, hat es ergeben, mir haben die Klicks, und die Downloads, die auf diese Checkliste zurückzuführen waren, dabei stark geholfen. Mit diesem Erlebnis hatte ich wirklich das Aha-Effekt, wie kann man mit etwas, was man frei und kostenlos weitergibt, tatsächlich eigenen Nutzen und eigenen Gewinn erwirtschaften. Und nun traute ich mich immer mehr, freie Materialien frei weiterzugeben und ich merkte, hoppala, da tut sich doch einiges. Meine Position in Google wurde immer besser. Ich bekam auf einmal Anrufe von potenziellen Kunden und Interessenten, die ich überhaupt nicht akquiriert habe. Und es hat sich sehr viel in meinem Geschäft getan. Heute sind ungefähr 4 Jahre vergangen seit diesem ersten Aha-Effekt mit der Checkliste. Stehe ich offen dazu und sage, ich gebe kein Geld mehr für Werbung aus. Ich habe es tatsächlich geschafft, meine Werbeausgaben auf ein absolutes Minimum zu reduzieren. Und das Minimum betrifft vielleicht noch das Drucken von Visitenkarten, wobei auch das mittlerweile hat sich fast erledigt. Ich betreibe natürlich noch meine Webseite und ich habe meinen Blog. Dafür müsse ich zwar einen Obolus zahlen an die Provider. Das sind jedoch keine Summen im Vergleich zu dem, was ich in klassische Werbung für meine Person reinstecken müsste. Ich habe mich komplett entschieden, meine Werbemaßnahmen durch mein eigenes Tun zu finanzieren. Das heißt, ich erstelle ab und zu freie Materialien, Checklisten, Handlungsanleitungen, White Papers und alles, was man sich da vorstellen kann. Ich stelle auch meine Präsentationen, meine PowerPoints, die ich bei Vorträgen halte, auch kostenfrei und unter freien Lizenzen ins Netz.
auf verschiedenen Plattformen, zum Beispiel Slideshare ist so eine Plattform. Ich mache hier ab und zu auch kleine Videos, die ich dann auf YouTube, auch hier angemerkt, ganz wichtig, unter freien Lizenzen zur Verfügung stelle. Dadurch bekam ich eine ganz andere Außenwirkung und ich wurde tatsächlich viel bekannter. Natürlich zähle ich mich noch nicht zu den Promis und da möchte ich auch gar nicht hin. Was ich erreicht habe, ich bekomme Aufträge, ich bekomme Anfragen, die ausschließlich durch die Verbreitung von meinen freien Materialien generiert wurden. Und das ist mein ganz persönliches Modell, OER-Materialien zu finanzieren und dabei meine Expertise und mein Renommee zu unterstreichen. Ich kann Sie nur dazu ermutigen, machen Sie genauso, versuchen Sie, es lohnt sich, ein wenig Arbeit zu investieren in gute Materialien, die dann freizugeben und dafür zu sorgen, dass die sich auch möglichst niederschwellig und ohne große Barrieren weiter verbreiten können. Der Rest erledigt die Community und die Menschen, die im Internet immer wieder nach freien Materialien suchen und werden froh, wenn sie gute Materialien finden. In diesem Sinne viel Erfolg für Ihre Geschäftsstrategie, für Ihre Finanzierungsstrategie als Trainerin und Trainer mit OER.